Ja, ihr Lieben, euer Dominik hier. Heute ist es wieder Freitag, das heißt wieder Zeit für ein neues Video mit unserer tollen Kathleen und unserem coolen Daniel. Daniel, ich erzähle mal ganz kurz was über dich, beziehungsweise wir beide machen das einmal zusammen. Erzähl mal ganz kurz den Zuschauern, wann haben wir uns das erste Mal gesehen und wie lange bist du jetzt Haarteilträger? Ich glaube, im Dezember haben wir uns das erste Mal gesehen oder auch im November, ich weiß nicht genau. Okay, also knapp ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr. Und genau, also Daniel hat angefangen mit 2 Sofortprogrammen, dann haben wir Maßarbeiten herstellen lassen, die sind aktuell da. Und ihr seht ja, ja, Daniel hat natürlich nicht so viele Haare in real, sondern er ist schon Haarteilträger. Und wir machen heute eine neue Maßarbeit, die wird Kathleen einschneiden für euch. Und was haben wir uns denn überlegt, überhaupt für einen Haircut bei dir zu machen? Jetzt wollte ich schon Justin Bieber sagen, sorry, Justin Timberlake. Justin Timberlake, okay. Ob Justin Timberlake oder Justin Bieber, beide freshe Haircuts auf jeden Fall. Aber bleiben wir bei Justin Timberlake und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, schnappe ich mir mal schnell hier die Cleaner Lotion, mache nochmal Daniels Haare ab, damit ihr auch seht, wie Daniel dann auch ohne Haare gleich nochmal aussieht. Zack, hier. Und wie schnell das auch geht. Und dann geht das gleich los. Zack. So, okay. Dann kann jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Daniel, wir sind gespannt und bis gleich. Wir machen einen ganz kurzen Break bei unserer Transformation und zwar nicht, dass ihr euch wundert, dass der Daniel so einige Flecken hier oben auf der Kopfhaut hat. Ja, Daniel wurde kurz vor, bevor er Kunde bei uns wurde, Opfer einer Mikropigmentation. Was es ist, das könnt ihr selber recherchieren, googeln im Internet, wie auch immer. Das will ich euch jetzt nicht näher bringen, aber das wollte ich euch ganz kurz mitteilen, bevor ihr hier, wie gesagt, weiter die Transformation schaut und denkt, hey, kommt das vom Haarteil? Also nein, das ist nicht so. Wie gesagt, es ist eine fehlgeschlagene Mikropigmentation. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei der Transformation und bis später. Ja Leute, das war unsere Freitagstransformation, unsere Justin Timberlake Frisur. Erstmal großes Kompliment an Kathleen, hast wieder eine frische Arbeit abgeliefert. Ich glaube, das spreche ich auch für Daniel, oder? Absolut. Mega. Echt. Mega Frisur. Ich finde sie sogar besser als von Justin Timberlake, die Frisur aktuell. Das mal ganz nebenbei. Ja, was seht ihr nächste Woche Freitag? Nächste Woche Freitag seht ihr einen Härtetest mit einem Longboard plus Interview. Also das heißt, Dani erzählt euch ein bisschen was über seine Story, über seine Historie. Und jetzt würde ich sagen, checkt einfach unsere anderen Kanäle, Facebook, Instagram, abonniert natürlich YouTube, lasst einen Daumen da und oder sprengt den Like-Button meinetwegen auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag. Bis dann und tschüss.